Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 3. Ich bin Rotmac und wir gehen jetzt zu dem ältesten Lion. Ja, genau. Zu dem gehen wir. Ich musste gerade überlegen, wo wir hinwollen. Und zwar, nein, nicht zurück dahin zuerst mal. Und zwar ist der älteste Lion ist Little Lamp. Nein, der ist doch nicht da. Wo ist denn der? Oh mein Gott, nein. World 101. Was? Der älteste Lion ist wo? Der war doch irgendwo. Leck mich doch. Der amerikanische Traum. So, jetzt der Ort anzeigen. Hier, Zitadelle, natürlich. Rein in Zitadelle und aufgepasst. Wir kommen. Ich hoffe, die bringen meinen Fafkes nicht um. Der gehört zu mir. Und ich habe ja auch eine feindliche Rüstung an. Dass sie mich erkennen. Komm, Rennfafkes. Ich laufe hier gemütlich vor mich her und der rennt richtig. So, wo haben wir denn den ältesten Lion? Da drin vielleicht. Jetzt haben wir den A-Ring. Ich weiß, oh, da verlaufe ich mich wieder. Super Sache. Lion. Lions. Ich hab den mitgebracht. Hallo, ist da keiner? Wo sind denn die ganzen Leute hin? Da ist einer. Die Bruderschaft steht zu ihren Diensten. Ja, nein. Hey, kleiner Junge. Schön, Sie wiederzusehen. Aber Sie gehen besser sofort zum Labor und melden sich beim ältesten Lions. Okay, ins Labor. Ins Labor! Los! Das ist schön, dass ihr das sagt. Die Frage ist jetzt nur, wo ist das Labor? Baracks. Baracks Obamas. Ich glaube, das ist Labor. Nein. Computer sagt nein. Was haben wir denn hier? Ihre Anwesenheit ehrt. Wir haben die ganze Zeit. Es freut mich, dass Sie noch an einem Stück sind. Sie kommen gerade zur rechten. Ja, ich habe etwas Interessantes entdeckt. Der Besitz von Wissen tötet nicht das Gefühl für Wunder und Geheimnisse. Es gibt immer neue Rätsel. Da ist viel Wahres dran. Finden Sie nicht auch? Jo, doch, doch, da hast du was. Ich habe da doch. Ich würde gerne etwas von den Gelehrten erfahren. Nein. Kommentare zur Enklave. Nein. Supermutanten erzählen. Nein. Ich habe einen dabei. Pass auf, was du sagst. Ziehen Sie in Frieden und in Weisheit. Ja, das tue ich, das tue ich. Ja, ich sollte auch ins Labor gehen und mit dem ältesten Lions reden, aber ich weiß nicht, wer das Labor ist. Lab. Labor ist gleich Lab. So. Nein, war das falsch? Was schaust du immer nach oben? Bist du irgendwie... The Solar, A-Ring... Nein, wir sind schon richtig hier. Wahrscheinlich. Und wie wir richtig sind, da ist das Labor. Und wo ist denn der Lions? Da drüben wahrscheinlich. Riesenauflauf, Menschenauflauf. Je länger wir hier rumsitzen, desto mehr Zeit haben sie, ihre Verteidigung zu stärken. Wir sollten sie so bald wie möglich angreifen. Wir haben kaum genug Leute, um die Zitadelle zu verteidigen. Wir haben das schon öfters besprochen, Sarah. Also warten wir einfach so lange, bis wir die Nächsten auf der Liste sind? Wenn die Pride jetzt reingeht, haben wir vielleicht eine Chance. Und wenn es schief geht, was dann? Das Risiko ist das Ergebnis nicht wert. Ich sehe das auch so. Ohne das GEEK ist der Aufbereiter für die Enklave ohnehin wertlos. Möglicherweise geben sie schon bald auf. Das gefällt mir nicht. Es muss dir nicht gefallen, Sarah. Du musst nur die Befehle befolgen. Ja, Vater. Sie sind also wieder zurück. Wir hatten schon befürchtet, Sie und das GEIK-Modul wären verloren. Hatten Sie Erfolg? Alter Mann, wer bin ich denn? Natürlich hatte ich Erfolg. Nun könnte man so sagen, ich habe das GEIK gefunden. Keine Zeit, wir müssen sofort los oder das Projekt Purity ist verloren. Ich habe das GEIK gefunden. Ausgezeichnet. Damit können wir verhindern, dass die Enklave die Kontrolle über den Aufbereiter erlangt. Ja, die Frage ist, habe ich das GEK bei mir? Ich habe das GEK nicht mehr. Ja, so sieht's aus.
Nun, so ganz einfach ist das nicht. Ja, machen wir es ein bisschen dramatisch. Wir haben ja Zeit, ne? Was meinen Sie damit? Ja, ich muss gar nichts erklären. Sie haben mir nichts zu befehlen. Die Enklave hat sich das GEK genommen. Es wird gerade installiert, ja. Die Enklave hat's genommen. Dann müssen wir uns sofort auf den Weg machen. Falls Sie noch andere Informationen haben, dann raus damit, bevor wir uns mobilisieren. Jegliche Hilfe Ihrerseits kann Leben retten. Also hör mal zu, Eden wollte, dass ich das Projekt mit einer Art Virus sabotiere. Oder die Enklave ist zerrüttet. Sie sind sich nicht so einig, wie sie tun. Ja? Oder der Enklave fällt der Aktivierungscode. Sie können den Aufbereiter nicht starten. Ich will erstmal erzählen von dem Virus. Aha. Und wo ist der Virus jetzt? Oh, ich hab ihn. Ich hab ihn bei mir. Nehmen Sie es. Soll ich dem das geben? Ich weiß es nicht. Nein, ich glaube, ich behalte den noch bei mir. Ich will mir die Entscheidungsfreiheit nehmen bis zum Schluss, damit ich selber sagen kann, was ich jetzt tun will. Ich behalte es noch bei mir. Umso besser. Der Virus hätte sicher nichts Gutes gebracht. Wir müssen uns überlegen, was wir als nächstes tun. Eins steht fest. Wir müssen handeln. Wenn die Enklave das GEEK hat, werden sie den Aufbereiter ohne größere Probleme starten können. Den Code knacken sie sicher irgendwann. Ich fürchte, wir haben keine Wahl. Wir müssen jetzt handeln, solange wir noch können. Die Pride geht rein. Wir können das schaffen. Wir können gewinnen. Nun gut, Sarah. Die Pride greift an. Aber ich möchte euch etwas zusätzliche Feuerkraft mitgeben. Rothschild, ist alles bereit? Was? Das geht nicht. Ich meine, Lee und ich haben die Energieprobleme gelöst. Aber wir haben eben erst die Diagnosetests abgeschlossen. Und? Es sind noch keine Feldtests, geschweige denn Kampfeinsätze möglich. Das Waffensystem ist unkalibriert, das Navigationserkennungssystem offline und so weiter. Rothschild, genug! Können Sie ihn zum Laufen bringen? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir kommen schon zurecht. Und wenn nicht, dann spielt es auf die lange Sicht ohnehin keine Rolle. Also gut, Sarah. Du nimmst die Pride und den Roboter zur Unterstützung. Nimm unseren Besuch hier mit und sichere den Aufbereiter. Ja, Sir. Bevor wir beginnen, möchte ich, dass Sie wissen, dass mein Vater und ich uns unterhalten haben. Die Pride und ich haben entschieden, dass Sie nach allem, was Sie überlebt und erreicht haben, Ehrenmitglied der Lions Pride sein dürfen. Also Glückwunsch. Die Mitgliedschaft bietet ein paar Privilegien, darunter unsere Powerrüstung. Wollen Sie die komplett oder die Aufklärungsrüstung? Dürfte ich noch was? Was ist denn was? Ich brauche die Rüstung nicht, bin bisher auch ohne auszukommen. Ich will die schon. Aber, die Power-Rüstung? Was ist die Aufklärungsrüstung? Die Aufklärungsrüstung ist wahrscheinlich gegen Radioaktivität und so. Ich will die Power-Rüstung. Ich bin sicher Power. Doch. Hoffentlich verleiht sie Ihnen einen zusätzlichen Vorteil. Hoffentlich ist okay. Sie besser als Glauben die des Sie, Gegners. Dass Sie das durchhalten können? Natürlich. Alter, was fragst du mich da? Natürlich kann ich das. Das höre ich gern, Soldat. Haben Sie alles gepackt? So schnell kommen wir nämlich nicht mehr hierher zurück. Mädchen, ich bin jetzt vielleicht noch Soldat, aber ich werde General sein, wenn du immer noch Kommandantin bist. So einfach sieht's aus. Ich brauche noch 1-2 Minuten. Ja, ich brauche noch eine Minute. Beeilen Sie sich. Wir können es uns wirklich nicht leisten, noch mehr Zeit zu vergeuden. Ja, ich muss mal erstmal die Rüstung anschauen, die du mir gegeben hast hier. Und wir haben noch mehr Apps bekommen. Und wir haben Level Up. Ja, wir haben Level Up. Freunde, was geht denn hier ab? Und jetzt geht's dann richtig los wahrscheinlich. Boah, was? Rüstung 40? Willst du mich verarschen? Was zum? Stärke plus 2? Ja, Beweglichkeit minus 2. Egal, Strahlenresistenz plus 10. Scheiß auf die Strahlenresistenz. Power-Rüstung. Nein, nein, jetzt habe ich sie hingeworfen. Nein, wo ist sie hin? Nein. Was? Nein. Also reparieren pushen wir mal. Reparieren ist wichtig. So, 9 Punkte noch auf Sprache, komm. So, okay. Dann machen wir noch das Köpfchen. Das ist da. Die Erfahrungspunkte. Nein, sind wir schon fast fertig. Intensives Training. Nein, Little League Spieler. Was kriegen wir da? Fertigkeit Nahkampfwaffen und Sprengstoff. Nein. Waffenfreak. Kleine Waffen und reparieren.
Eisenfaust, nein, waffenlos wollen wir nicht. Insektenforscher, nein. Kind im Herzen, nein. Verständnis, nein. Windhund, Sprache und Falschen um 5 Punkte erhöht. Ja, komm. Machen wir das, ist ja egal. Wo ist meine Rüstung hin? Da! Ah, ich hatte schon Angst. So, dann nochmal. Der Powerhelm übrigens 8. 8 Rüstung. Ist ja auch besser. Ja, anziehen, anziehen. Dann können wir den Scheiß hier verkaufen. Aber wir haben sowieso noch genug Platz. So wie es scheint. Also, wir sind bereit, Wächterin. Sind Sie jetzt soweit? Wir können es uns nicht leisten, hier weiter rumzustehen. Ich würde sagen, auf geht's in den Krieg. Ich bin bereit. Seien Sie unbesorgt. Sie haben die ganze Pride im Rücken und außerdem diese riesen Blechdose. Bleiben Sie in Sicherheit, bis wir den Aufbereiter erreicht haben. Tot bringen Sie uns nicht viel. Und lassen Sie sich von dem Ding da nicht niedertrampeln. Okay, gehen wir alles noch einmal durch. Die Pride steht hinter mir. Unser Ziel ist das Projekt Purity. Aber solange diese Energiefelder aktiv sind, kommen wir in die Anlage nicht hinein. Rothschild und Lee meinen, dieser Roboter müsste die Energiefelder durchbrechen können. Wir geben also Feuerschutz. Wir bleiben dem Baby auf der Pelle, halten den Gegner von ihm fern und sorgen dafür, dass es sein Ziel erreicht. Nachdem die Energiefelder ausgeschaltet sind, gehen wir direkt in die Anlage. Mit dem Roboter halten wir sie auf Trab, während wir reingehen und den Kontrollraum sichern. Wir müssen schnell handeln, bevor unsere Chance vorbei ist, sie zu überraschen. Holt alles noch notwendige Material. Wir treffen uns im Außenhof. Wenn wir damit fertig sind, gebe ich allen ein schönes, kaltes Glas Wasser aus. Aber jetzt los! Okay, Rothschild, werfen Sie ihn an. Pride, vorrücken! Los geht's! Los geht's! Wo ist übrigens Cross? Meine Paladesse. Ich will meine Paladesse haben. Haben wir die? Die ist wahrscheinlich tot, ne? Verdammt. Los geht's. Ich bin ganz nervös. Pafkes, ne? Alles dabei. Ready? Ready to rock? Hm? Hä? So, dann folgen wir mal der Liberty Prime. Wo ist sie denn? Bleibt ihr hier stehen, Jungs? Ah, es geht los, es geht los, es geht los. Einreihen und los geht's. Überraschung, Geschwindigkeit, Sicherheit. Los! Wir sind ein Spezialkommando. Wir müssen die Grundsätze eines Spezialangriffes müssen wir können. Da ist er. Da ist er. Unser kleiner Heinrich. Pfaffkes, mitkommen. Wir übernehmen die Spitze. Da ist auch das Loch, ist dafür gedacht. Deshalb. Wie komme ich hier raus? Erstes Problem, wir kommen hier nicht raus. Jetzt im Ernst jetzt. Da, wir folgen ihnen einfach. Leute, bringt uns ins Getümmel. Aufs Schlachtfeld. Wo ist meine Waffe? Wieso habe ich keine Waffe? So, jetzt. Die Lasergun. Tschup, tschup. Jetzt bin ich aber mal echt gespannt, was da auf uns zukommt. Oh yeah. Was ist denn da los? Bam, Baby. Der Heinrich geht voll ab hier. Was sollen wir denn einfach hinter ihm bleiben? Der erinnert mich an eine Karte aus Hearthstone. Da gibt es einen Roboter. Der sieht genau gleich aus. Ich glaube, irgendwie eine 9-9-Kreatur oder so. Ich erinnere mich voll daran. Ihr seid ein Super-Spell-Spezialkommando. Einfach mal hinter dem Großen hinterherlaufen. Geil. So kann man es natürlich auch machen. Oh oh, wir haben hier ein. Ist das Gegner? Nein, das ist Bruderschaft. Das sind Freunde. Da haben wir ein Problem. Wir haben noch kein Problem. Wir haben ihn dabei. Pfaffkes, wie gefällt dir das?
So sieht's draußen aus in der Welt. Tod und Zerstörung und wir gewinnen. Läuft. Paladin ist bewusstlos. Wieso? Kann man ihm helfen? Kann man helfen? Vargas? Haha, haben wir aufgeholfen. Wahrscheinlich waren es nicht wir, aber ich nehme das jetzt auf meine Kappe. Meine Fresse, was ist denn hier los? Ich glaube, ich treffe auch putz nichts mit dem Laser. Ich hätte Laser skillen sollen. Laserwaffen. Der Kommunismus ist ein Schlag auf dem Weg in die Freiheit. Was labert der vom Kommunismus? Was? Los, komm schon, komm schon, komm schon. Ihr müsst dranbleiben, Leute. Wo ist Fafkes? Fafkes, wo bist du? Hallo? Fafkes? Nein, jetzt im Ernst, wo ist Fafkes hin? Fafkes! Nein! Wo ist Fafkes? Ah, hier ist Fafkes. Fafkes, komm! Alter Falter, was machst du denn da drüben? Hängt der hier fest? Komm, Fafkes, komm, komm, komm hier. Komm. Hi, hätte ich den fast verloren. Was ein Riesenvieh, aber diese Mauer hier schlägt ihn einfach K.O. Was ist denn los? Oh, ich hoffe jetzt, Heinrich wartet auf uns. Hätten wir den fast an einer Mauer verloren. Meine Fresse. Ja, die Pride, was macht die Pride? Kommt mit. Auf geht's, Kameraden. Heinrich macht mal schön weiter und wirft mit Granaten um sich. Geile Sau. Taktikbewertung initiiert. Bedrohung durch Mozina entdeckt. Mhm. Wo sind denn die Pride-Leute? Sind denn hingegangen? Hey, sag mal. Jetzt müssen wir aber mitgehen hier. Fafkes, du bist noch bei mir, ne? Zumindest einer. So, weg ist er. Ah, jetzt kommt die Pride auch mit. Sehr schön. Weiter geht's. Zerstören wir hier einfach alles mal. So richtig alles. Und ich habe noch... Ja, wollte gerade sagen, ich habe noch keinen gesehen von der Enklave. Aber da oben war ja einer. Stimmt. Aber die haben ja echt keine Chance. Was ist das für einer? Das ist einer Soldat der Enklave. Tötet es! Da sind wir, Kollege. So, hätte ich mal was zum Looten. Dann kann ich das nicht mal looten. Doch, geht. Nudeln! Der hat Nudeln dabei, die geile Sau. So. Das Zeug ist alles für nix. Ja, wo ist denn der Rest hier? Die lassen sich aber ganz schön Zeit. Leute, wir müssen dranbleiben. Komm, bleibt am Ball, bleibt am Ball. Wo ist Heinrich hin? Granate! Handgranate! Nein, das ging zu. Nein, 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 das war doof. Das war doof. Ja, tötet ihn doch! Wie viel seid ihr denn? So, geht doch. Hat der Munition bei sich? Ich brauche Munition. Impulsminen nehmen wir auch mit. Obwohl ich die eigentlich nie brauche, die Impulsminen. Hier. So, weiter geht's. Komm, sonst bleibst du wieder hängen hier. Fafkes, komm mit. So, wo ist denn Heinrich? Heinrich. Wo ist der Heinrich hin? Folge der Zerstörung, dann findest du auch Heinrich. Hier ist er. Der große Bruder. Du bist immer da. Großer Bruder und ein Freund des Lebens. Sind das da Enklaven, Jungs? Ja, das sind Pride, Jungs. Sehr gut. Ich habe auch keine Ahnung, wo wir sind hier momentan.
Aber das nächste Schutzschild steht bevor. Und er wirft wieder mit einer Granate um sich. Lebendes Hindernis ermittelt. Zusammensetzung. Titanlegierung mit verbesserter Photonen. Was sind wir denn hier? Manns Absperrung. Ah, wir gehen zum Aufbereiter. Jetzt ist mir klar. Etablierte Taktik. Und manchmal sollte ich auch ein bisschen zuhören. Revidierte Taktik. Photonenresonanzüberlagerung wird initialisiert. Alter, komm. Auf die Beine mit dir. Heinrich, komm. Nicht wach werden. Genau. Sehr schön. Wie viele Handgranaten hatten wir wieder? Aufgabe hinzugefügt. Projekt Impurity. Erfüllt und zum Kontrollraum von Projekt Purity gelangen. Die Wasserversorgung von Projekt Purity infizieren oder auch nicht. Also ich habe es mir immer noch freigehalten durch das, dass ich ihm nicht gesagt habe, dass ich das Ding bei mir habe. Und nein, der Fall ist klar, ich werde das natürlich nicht reinhauen. Ist das die Enklave da hinten? Das sind das unsere eigenen Jungs. Okay, das sind nicht unsere Jungs. Habe ich überhaupt noch... Ich habe gar keine Munition mehr. Was geht denn hier los? Sturmgewehr, ja! Jetzt müssen wir aber rein, so wie es ausschaut. Jetzt können wir da nicht mehr lange warten. Oh, nicht sterben. Rein hier. Fafkes, bist du bei mir? Ja, Fafkes ist bei mir. Also, wir müssen jetzt zum Aufbereiter. Boah, da sprüht es. Oh. Fafkes, wir haben ein Problem. Fafkes, ihr habt ein richtiges Problem. Scheiße, ich habe keine Munition mehr. Kommt rein hier. Fafkes darf nicht sterben. Einfach mal Handgranaten reinwerfen. Fafkes? Wo ist Fafkes? Fafkes tot? Nein, Fafkes ist da hinten. Einfach mal mit Handgranaten rumwerfen, das kommt schon gut. Zum Glück ist Fafkes ein bisschen in Stellung. Ich möchte nicht, dass der plötzlich weg ist. So, haben wir den auch getroffen. Fafkes, komm, jetzt kannst du wieder ein bisschen helfen. Es wäre langsam wieder Zeit. Ah, super. Der Arm. So, jetzt bist du weg. Jetzt kommst du wieder nach vorne, Fafkes. Super Typ, du. Du weißt, wie es geht. Mikrofusionszellen. Alles eingesammelt. Ja, jetzt müssen wir den Aufbereiter finden, aber ich habe noch keine Ahnung, wo der Aufbereiter ist jetzt. Wo war denn das nochmal? Zumindest ist hier mal Ordnung. Schicht im Schacht. So, Munition ist wirklich nichts mehr da. Das ist krass. Ich bräuchte unbedingt Munition, sonst muss ich mit Laserpistolen und so schießen. Das ist die Rotonda. Nee, Rotonda ist da drüben. Ich glaube, das ist die Rotonda, war doch der Ort. Wo wir hin müssen, genau hier. Schon wieder da. Oh. Kann nicht sagen, dass ich überrascht bin. Sie und ihresgleichen scheinen wild entschlossen, alles zu zerstören, was unsere Regierung erreicht hat. Es gibt nichts, was mich diesmal davon abhält, sie zu töten. Machen wir dem Ganzen endlich ein Ende. Nein, warte. Warte. Ich will ganz sicher keinen Kampf. Geben Sie auf, Autom. Sie haben verloren. Es wird mir einen Spaß machen, sie zu töten. Ich habe keine Munition, mit was will ich ihn töten? Geben Sie auf. Weil eigentlich, er hat ja nicht so radikale Ansichten wie der Computer, wie Eden selber. Oh, Entschuldigung. Er hat ja nicht die gleichen Ansichten wie Eden selber. Also von daher, soll es eigentlich möglich sein.
Ich bin anderer Ansicht. Die Enklave ist auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Sobald die Anlage betriebsbereit ist, werden die Massen zur Enklave strömen, weil es dort frisches Wasser, Sicherheit und Zukunftsperspektiven gibt. Sprache 48% ist nicht so viel. Warum machen sie das? Wozu eine Maschine die Treue schwören? Einer Maschine die Treue schwören. So, er redet von Eden. Ich habe geschworen, die Präsidentschaft zu schützen. Die Befehlskette muss erhalten bleiben. Ich hatte nicht erwartet, dass sie es verstehen würden. Du bist doch ein Offizier, ein guter Offizier, der denkt auch selber mit. Selbst ein guter Soldat. Mein Junge, Sprache 48%. Eden hat sie verraten. Sehen Sie das Fläschchen? Er vertraut mir mehr als Ihnen. Okay. Ja, wir versuchen es mal. Das ist nicht wahr. Ja! Dieser Plan wurde schon vor Monaten verworfen. Er würde mir niemals in den Rücken fallen. Das glaubst auch nur du. Sie wissen, dass er es getan hat. Er gab mir den Job, den sie nicht wollten. Ja. Sie können die Ampulle auch gestohlen haben. Das beweist gar nichts. Ich sage die Wahrheit. Wissen Sie, Eden und die Enklave haben sie betrogen. Ich habe hier das Sagen. Ich bin die Enklave. Oh, Größenwahnsinn auch noch. Sie sind hier der Chef. Sie sind hier der Chef? Sie können den Plan einer bösen Maschine vereiteln. Die Pläne vereiteln? Jetzt? Haben Sie den Verstand verloren? Wir haben keine andere Wahl mehr. Wir werden vorstoßen und wir werden siegen. Wir können doch zusammenkämpfen und dann wäre alles schön und super und wir könnten Blumen pflücken und gehen Sie einfach. Noch ist es nicht zu spät. Und Sie? Sie würden mich einfach gehen lassen? Wie kann ich sicher sein, dass Sie mich nicht erschießen, sobald ich Ihnen den Rücken zudrehe? Schätze, dass es jetzt keine große Rolle mehr spielt. Na schön, ich werde sie ihrem Schicksal überlassen. Okay, Schätze, haben wir es das? Sollte mich nicht überraschen, dass sie ihn gehen lassen. Es ist erstaunlich, dass sie immer noch nicht abgebrühter sind. Sie sollten besser hoffen, dass sich das später nicht rächt. Sperren wir hier jetzt ab. Oh oh, haben wir einen Fehler gemacht? Soll ich ihn erschießen? Nein, die sind ein Ehrenmann. Haben wir nicht nötig. Weil ich denke, die Enklave kann schon mit der Bruderschaft zusammenleben. Das sollte eigentlich schon gehen. Weil alle wollen überleben. Ist ja ganz einfach. So, was machen wir jetzt? Wer redet denn da? Bist du das? Ich höre dich nicht. Nicht, was die sagt. Nun, so viel zum Feiern. Einer von uns wird dort reingehen und das verdammte Ding einschalten müssen. Und wer immer es tut, wird nicht wieder rauskommen. Nicht gerade, wie ich mir mein Ende vorgestellt habe. Wissen Sie? Also, was wollen wir tun? Streichhölzer ziehen? Ja, müssen wieder den Held spielen. Ende zu, das Ganze hier. Ich mach's. Ich starte schon mal den Aufbereiter. Es muss einen anderen Weg geben. Da können wir mal fragen. Ich wünschte, wir hätten eine andere Wahl. Aber Sie haben ja Dr. Lee gehört. Wir müssen es sofort erledigen, sonst sind die Konsequenzen unabsehbar. Einer von uns muss da jetzt reingehen. Also, ich mach's. Ich gehe rein. Sie werden sich beeilen müssen. Wenn die Strahlung stark genug ist, wird Ihnen nicht viel Zeit bleiben. Ich werde nicht vergessen, was Sie hier für uns getan haben. Niemand wird das. Danke. Was gibt's da zu starren? Du könntest rein. Pfaffkes. Was wollten Sie sagen? Geh doch du da rein. Ha, Pfaffkes, geh in diese Kammer und da und schalte den Aufbereiter ein. Können wir ihn schicken? Aber was ist... Ne, der Druck. Es tötet ihn wegen dem Druck, oder? Nicht die Strahlung. Mit dem Druck ist er auch nicht gewachsen. Und ich werde folgen. Nein, machen wir selber. Machen wir selber, weil Pfaffkes... Okay. Weil wenn der Druck ihn...
tötet, dann, ja. Ich will ja den Aufbereiter nicht verschmutzen, auch wegen ihm zum Beispiel. Oh, 16 Red. Oder kann ich dann das Ding starten? Da. Oh nein. Nein, einspeisen werden wir das Ding nicht. Ich will aber den Generator starten. Oh Scheiße, wie ging der Code nochmal? 8, 2, 1, Enter. Scheiße, ich habe keine Ahnung mehr. Wie ging der Code nochmal? Fuck. Türenkennwort, Tagebuch, nein, nein. Offenbarung, 216. Kennwort für ein Aufseherzimmer. Scheiße! Ich weiß den Code nicht mehr. Irgendwas mit 8? Glaube ich. Shit! Nein, darf das wahr sein? Ich weiß es nicht mehr. 261. Nein! Oh-oh. Okay, wir starten hier nochmal. Ist der Ding schon weg oder ist noch da? Okay. Wir machen das so. Ich spiele das jetzt für mich alleine, bis wir an diesem Punkt sind. Und werde im Internet ganz kurz schauen, was der Code ist. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, euer Rotmack. Ciao.